Wenn Geschichten erzählt werden, werden oft Geschichten über große Ereignisse erzählt. Diese großen Geschichten über die Sahaba, den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie sind eine Inspiration für uns alle. Sie haben die ganze Nacht gebetet. Sie haben jede Woche den ganzen Koran rezitiert. Viele von ihnen haben ihr gesamtes Vermögen für Allah subhanahu wa ta'ala ausgegeben. Es gab Sahaba, sie machten Dua für Regen und es regnete. Mal ehrlich, wenn wir diese Geschichten hören, was passiert dann mit den meisten von uns? Die Sahaba waren so überwältigende Menschen. Und ich bin so schlecht. Sie sind unerreichbar. Sie waren Übermenschen. Übermenschliche Helden. Das war's für mich. Ich bin erledigt. Aber lasst uns kurz innehalten. Lasst uns mal Schritt für Schritt gehen. Ein arabisches Sprichwort besagt, der Regen beginnt immer mit einem Tropfen. Erst danach schüttet es. Arbeiten wir in kleinen Schritten. Der erste Schritt nennt sich Disziplin. Ohne Disziplin gibt es keine Veränderung. Das ist eine universelle Regel. Der zweite Schritt nennt sich früh schlafen gehen. Am besten gleich nach dem Isha oder Witrgebet. Ab ins Bett. Nicht mit Freunden bis Mitternacht abhängen. Nicht bis spät in die Nacht am Handy scrollen. Auch nicht bis 2 Uhr nachts BDI-Videos gucken. Macht das nicht. Es tut euch nicht gut. Betet Isha und geht schlafen. Wacht früh auf. Wacht noch vor Fajr auf. Nehmt euch die Zeit, 30 Minuten, 20 Minuten, 15 Minuten. Nehmt euch diese Zeit, in der noch alle anderen schlafen. Plant euren Tag. Denkt über euer Leben nach. Setzt euch Ziele für die kommenden Tage und Wochen. Es hört sich unmöglich an, oder? Unmöglich ist es aber nur wegen Netflix und YouTube in der Nacht. Das ist der einzige Grund, warum es unmöglich ist. Gebt es auf, dieses Nachtleben. Die Nacht ist geschaffen für den Schlaf. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir haben euren Schlaf zum Ausruhen gemacht. Und wir haben dazu die Nacht zum Kleid gemacht. Dann wachen wir auf und wir beten Fajr. Fangen wir erst einmal damit an. Nur damit. Lasst uns das Beten des Fajr-Gebets zu einer Gewohnheit machen. Nur einmal in der Woche, nur einmal in der ganzen Woche versuchen wir Fajr in der Moschee zu beten, in der Gemeinschaft. Und dabei erwischen wir nicht gerade noch so die zweite Rakah vor dem Salam, um dann aufzustehen und zu sagen, ich war in der Masjid. Hast du mich gesehen? Hast du einen Stift? Schreib's dir auf. Ahmed war da. Nein, nein, nicht so. Gehen wir früh in die Moschee. Das Fajr-Gebet in der Moschee, es hat eine unglaubliche Auswirkung auf uns. Und es ist nicht in Worte zu fassen. Schließt eure Augen und stellt euch das einmal vor. Wir gehen zum Gebet. Wir setzen uns in Ruhe auf den Teppich. Wir warten, bis das Gebet beginnt. Wir sitzen und lesen den Koran. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung in diesen frühen Morgenstunden. Und dann stehen wir nebeneinander als Brüder in einer Reihe. Mit unzählbaren Armeen von Engeln über uns. Wir stehen und beten gemeinsam vor Allah subhanahu wa ta'ala. Früh am Morgen, unseren Schlaf, haben wir dafür geopfert. Konnte übrigens nur passieren, weil wir unser Nachtleben aufgegeben haben. Wenn du das tust, nur einmal in der Woche, glaub mir, diese Freude, die du in dir verspüren wirst, du wirst aus der Moschee gehen und dir wünschen, du wirst dir wünschen, jeden Morgen dort zu sein. Ich verspreche euch, ich garantiere euch, ihr werdet aus der Masjid kommen und sagen, ich wünschte, ich könnte jeden Morgen hier sein. Fangen wir an, liebe Geschwister, mit einem Tropfen, damit es bald regnen kann. Regnen an guten Taten in unserem Leben.